Wer glaubt, dass Serienmörder ein ausschließlich amerikanisches Phänomen sind, der irrt. Zugegeben, die bekanntesten Serienmörder sind fast alle Amerikaner gewesen. Jedoch hatten auch wir in Deutschland bereits den ein oder anderen, der es zu zweifelhafter Berühmtheit geschafft hat. Mit einem davon wollen wir uns aus aktuellem Anlass befassen. In diesem Video soll es um Fritz Honka gehen, der in den 70er Jahren in Hamburg sein Unwesen trieb und der ein oder anderen Frau das Leben kostete. Und warum nun aktueller Anlass? Um ihn dreht sich der aktuelle Kinofilm Der goldene Handschuh, der am 21. Februar in die deutschen Kinos kam und derzeit wahrscheinlich in den meisten Kinos immer noch läuft. Später gibt's dazu mehr Infos, zum Beispiel warum der Film den Namen Der goldene Handschuh trägt. Doch von vorn. Fritz Honka wurde am 31.07.1935 in der Seeburgstraße in Leipzig geboren. Er war das Kind des Heizers Fritz Honka Senior und der Putzfrau Else Honka. Sein Vater kam im Dritten Reich ins KZ, angeblich weil dieser sich für die Kommunistische Partei engagiert hat. Nur kurze Zeit später starb er an den Folgen der Haft und an seinem Alkoholkonsum. Er hinterließ eine Frau, die mit 9 Kindern total überfordert war. Nach Erzählungen Honkas kam auch er selbst ins KZ, wurde jedoch von den Russen befreit. Jedoch sorgte dieser Umstand dafür, dass er nicht mehr viel zur Schule gehen konnte. Aufgrund der Überforderung der Mutter kam der schielende, kleine Junge Fritz Honka, der durch sein Aussehen oft dem Spott seiner Spielkameraden ausgesetzt war, in ein Heim, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Fritz Honka war ein zierlicher, schmächtiger Mann, nur 1,68 groß. Zusätzlich zu seinen schielenden Augen hatte er einen Sprachfehler, für den er sich sehr schämte. Anfang der 50er Jahre begann er schließlich eine Maurerausbildung. Wegen einer Zementkretzerallergie musste er diese jedoch frühzeitig abbrechen. Ohne Perspektive und ohne Arbeit beschloss er, nach Westdeutschland zu fliehen, was ihm 1951 gelang. Zeitweise verdiente er sich dort etwas Geld mit der Arbeit auf verschiedenen Bauernhöfen als Melker und Knecht. Er war als fleißig und äußerst zurückgezogener Arbeiter bekannt. 1956 zog er weiter nach Hamburg, wo er als Werftarbeiter Arbeit fand. Durch einen Fahrradunfall wurde sein Gesicht entstellt und er trug einen Hirnschaden davon. Er heiratete zweimal die gleiche Frau, es wollte jedoch einfach nicht klappen. Grund des Scheiterns, so sagte Honka, sei das unterschiedliche Interesse an Geschlechtsverkehr gewesen. Sie wollte nie so viel, wie er verlangte. Jedoch stammt aus dieser Ehe sein Sohn Fritz. Nachbarn der Eheleute Honka berichteten von gewalttätigen Szenen zwischen den beiden. 1967, nachdem die Ehe das zweite Mal geschieden wurde, zog Fritz Honka in die Zeissstraße 74 im Hamburger Stadtteil Ottensen, später das Horrorhaus von Hamburg genannt. Es war eine kleine Zwei-Zimmer-Mansardenwohnung, die er dort bewohnte, spärlich eingerichtet, die Wände mit Fotos nackter Mädchen geschmückt. Außerdem auffällig waren die Plastik-Sexpuppe und der hölzerne Penis, mit denen er sich die Wohnung teilte. Zu dieser Zeit nahm sein Alkoholkonsum ständig zu, was auch für sein Verlangen nach Geschlechtsverkehr zutraf. Längst reichten ihm seine Spielzeuge nicht mehr aus. In der Millionenstadt Hamburg konnte er sich die Abende in billigen Kneipen des Rotlichtmilieus vertreiben, beispielsweise dem Goldenen Handschuh. Aufgrund seines Alkoholkonsums fand er keine Frau mehr, sodass er sein Sexualverlangen bei Prostituierten stillte. Er sagte dazu: "Zu Hause wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Deshalb ging ich ständig in diese zwielichtigen Lokale der altgewordenen Nutten." Immer öfter verbringt er deshalb die Abende und Nächte gemeinsam mit Prostituierten bei sich in der Wohnung im Dachgeschoss. Erst Jahre später wird sich herausstellen, was in dieser Zeit in dieser Wohnung wirklich vor sich gegangen ist. Denn wehe, die Prostituierten taten nicht alles, was er sagte. Seinen ersten Mord beging Honka 1970. Es war die 42-jährige Gertraud Breuer, eine Friseurin und Gelegenheitsprostituierte. Er hatte sie in seinem Stammlokal auf St. Pauli kennengelernt, ihr ein paar Runden Bier und einige Schnäpse ausgegeben und nahm sie für ein paar Mark mit zu sich in die Wohnung. So gab er es später zu Protokoll. In seiner Wohnung trank Breuer weiter. Honka wollte Sex mit ihr, was sie jedoch verweigerte. Er wurde aggressiv und wütend, holte eine alte Gardine aus dem Schrank und erdrosselte die Frau damit. "Sie hat dauernd geschrien und ich hatte Angst vor der Nachbarschaft. Ich habe immer fester zugezogen, bis sie still war. Natürlich hatte ich auch ganz schön getrunken an diesem Tag." Sein Alkoholpegel wurde von Gutachtern später auf ca. 4 Promille geschätzt. Die Leiche von Gertraud Breuer versteckte er erst einmal in einem kleinen Versteck neben der Küche.
Doch der Leichengeruch war irgendwann nicht mehr auszuhalten, so dass er die Leiche wieder hervorholte und mit einem Messer und einer Handsäge zerstückelte. Einige Körperteile, unter anderem der Kopf, wurden wenig später auf einer Baustelle in der Nähe des Hauses von spielenden Kindern gefunden. Den Torso fand man erst viel später. 4 Jahre vergingen, bis Honka sein nächstes Opfer fand. Der Tathergang war zunächst der gleiche. Er fand eine Prostituierte in seinem Lokal zum goldenen Handschuh, nahm sie betrunken mit zu sich nach Hause und wollte Sex von ihr. 1974 betraf dies die 54-jährige Hausfrau Anna Beuschel. Er strangulierte sie, da sie wie ein Brett im Bett lag und somit seinen Ansprüchen nicht genügte. Wieder verstümmelte er die Leiche und versteckte sie dieses Mal auf dem Dachboden. Die Abstände zwischen den Morden wurden immer kürzer. Nur ein paar Monate später nahm er die 57-jährige Frieda Roblick mit nach Hause. Sie musste sterben, weil Honka feststellte, dass sie ihm 200 Mark geklaut hatte, obwohl er sie schon als Prostituierte bezahlt hatte. 1957, nur ein Jahr später, ermordete er sein viertes Opfer. Es war die 52-jährige Ruth Schuld, auch eine Prostituierte, jedoch die einzige, die er als seine Freundin bezeichnete. Sie zog daher sogar kurz bei ihm ein, wurde dann jedoch ermordet, weil sie ihn auslachte. Daraufhin nahm er sich eine Flasche Korn, schlug ihr damit auf den Kopf und strangulierte sie anschließend mit einem Damenstrumpf. Im Obduktionsbericht wurde schließlich vermerkt, Beine an den Oberschenkelknochen abgesägt, beide Brüste abgetrennt, Ohrmuscheln glatt abgeschnitten, Nasen- und Zungenspitze abgetrennt. Seine Opferauswahl traf Honka dabei relativ geschickt. Denn dadurch, dass die Frauen alle als bindungslose Prostituierte galten, die sich für ein paar Mark einen Unterschlupf und Alkohol organisierten, wurden sie auch lange Zeit nicht vermisst. Niemand erstattete für sie Vermisstenanzeige. Nachbarn bemerkten natürlich auch den strengen Leichengeruch im Haus, ihre Beschwerden blieben jedoch ohne Folgen. Stattdessen wurden die Taten durch einen reinen Zufall aufgedeckt. Am 17. Juli 1975 wurde die örtliche Feuerwehr aufgrund eines Brandes in die Zeissstraße 74 gerufen. Ein Nachbar hatte seine Stromrechnung nicht bezahlt und verwendete statt Lampen nun Kerzen. Davon fiel eine um, ein Brand brach aus. Honka war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal zu Hause. Dabei kamen die Feuerwehrleute auch auf den Dachboden, wo ihnen aus einem Verschlag, der durch Honkas Wohnung betretbar war, blaue Müllsäcke entgegenfielen. In ihnen abgeschnittene Gliedmaßen. Eine Mordkommission ermittelte daraufhin. Die Leichen wurden identifiziert und die Todesursachen festgestellt. Am nächsten Morgen kam Honka von der Nachtschicht zurück und wurde direkt festgenommen. Er wollte noch einmal in seine Wohnung, aber die Polizeibeamten verweigerten ihm dies. Verärgert ging er mit ihnen aufs Präsidium. Dort sagte er zunächst gar nichts. Vielleicht ab und zu mal ein »weiß nicht« oder »schon möglich«, sonst aber nichts. Ihm wurden Bilder der Leichenteile vorgelegt, von denen er sich angewidert wegdrehte. Er aß nichts, trank literweise schwarzen Kaffee und rauchte dabei Kette. Nach 60 Stunden Verhör dann endlich die Worte: »Ich glaub, mir fällt da noch was ein.« Und daraufhin folgte das umfassende Geständnis. Alles sprudelte aus ihm heraus. Er erzählte, er habe im Auftrag von Jack the Ripper gehandelt. Er sei der König der Ganoven. Über Einzelheiten redete er jedoch nicht gern. Er sagte nur, dass er bei jeder seiner Taten stark alkoholisiert gewesen sei und sich an Einzelheiten gar nicht erinnern könne. 1976 begann der Prozess gegen Fritz Honka, der von großem Medieninteresse begleitet wurde. Honka kam im dunklen Anzug, Krawatte und klobigen Schuhen. Eine Verurteilung erfolgte am 20. Dezember wegen Mordes in einem Fall und Totschlag in 3 Fällen, jedoch im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Eine Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren wurde ausgesprochen und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Die verminderte Schuldfähigkeit wurde anerkannt, da eine schwere seelische Abartigkeit zu erkennen war. Die Tötung Anna Beuschels, also des zweiten Opfers, wurde als Mord eingestuft, alle anderen nur als Totschlag. Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haftstrafe wegen vierfacher Mord. Juristen und Medien sind sich einig, dass die milde Strafe nur durch Staranwalt Rolf Bosse zu erreichen gewesen war. In ihrer Strategie stellten sie es so dar, dass Honka durch seine Opfer als Penner, Dreckschwein oder Sau bezeichnet wurde und sie dadurch eine schwere Kränkung provoziert hätten. Sie stellten seine Persönlichkeitsentwicklung und damit die Motive der Taten dar. Er hatte kein Selbstwertgefühl und nie Liebe und Zuneigung erfahren.
Generell hatte er es nie leicht im Leben und sein Alkoholismus kam noch hinzu. Auch ein psychiatrisches Gutachten, das seine sexuellen Machtfantasien beschrieb, lag zum Prozess vor. Im November 1976 widerrief Honker jedoch sein Geständnis und sagte nun, dass er sich an nichts erinnern könne. Nichtsdestotrotz bekam er seine 15 Jahre Gefängnis und die Einweisung in die Psychiatrie. 18 Jahre nach der Verurteilung wurde er im Jahre 1993 aus der Psychiatrie entlassen. Er bekam dafür eine Namensänderung und hieß nun Peter Jensen. Er war inzwischen zu einem Pflegefall geworden und daher in einer Strafanstalt nicht mehr tragbar, sodass er in ein Altenheim in Scharbeutz verlegt wurde, wo ihn niemand kannte. In dieser Zeit bekam er Wahnvorstellungen und beschwerte sich bei den Pflegekräften, dass es in seinem Zimmer nach verwesenen Leichen riechen würde. Nur eine Woche vor seinem Tod verlegte man ihn erneut in die Hamburger Nervenklinik Ochsenzoll, wo er am 19. Oktober 1998 einsam und elend starb, vermutlich an den Folgen seines exzessiven Alkohol- und Nikotinkonsums. Nun erklärt sich auch, warum der aktuelle Film, der übrigens auf einem gleichnamigen Roman basiert und das Leben Fritz Honkers thematisiert, Der goldene Handschuh heißt. Es war mehr oder weniger die Stammkneipe Honkers, in der er seine Opfer aufgabelte. Ich habe den Film noch nicht gesehen, habe mir allerdings sagen lassen, dass der Film schonungslos die Brutalität dieses Mannes und dessen Taten darstellt und daher nichts für zarte Gemüter ist. Und damit sind wir wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, der Fall des Fritz Honker war für euch spannend. Wenn ja, dann schaut euch vielleicht auch mein Video zum Serienmörder Josef Kallinger an. Wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Thema wieder. Bis dahin, tschüss!